Ja, so Leute, willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Handelt sich dabei um Battlefield 3. Es ist sozusagen neues Terrain für mich. Ich habe schon sehr lange keinen Ego-Shooter mehr gespielt. Der letzte Ego-Shooter, den ich gespielt habe, ist Battlefield 2. Und als es irgendwie frisch erschienen ist und da auch nicht wirklich lange. Ich bin kein guter Ego-Shooter-Spieler. Aber viele von euch wollten, dass ich mal einen Ego-Shooter spiele und ich fand Battlefield 3 sah richtig gut aus und deswegen dachte ich mir, spiele ich es doch einfach mal. Aber wer sich von euch jetzt denkt, in diesem Let's Play sieht er irgendwie massenhaft Skills und so, da muss ich euch leider enttäuschen, denn dem wird so nicht sein. Fangen wir ein neues Spiel an. Option schauen wir uns mal an. Vertikale Sicht. Okay, ich habe es übrigens gar nicht gespielt. Also ich habe es gestern bekommen, gestern installiert und heute drehe ich einfach mal den ersten Part. Ja, das ist alles gut so. Ja, ist auch alles gut. Ja. Auto. Hoch. Ultra hoch, hoch. Okay. Ich glaube, Auto sollte wohl das Optimale sein. Hoffe ich doch zumindest. Tastenzuweisung, die werden wir kennenlernen, wenn wir denn das Spiel gestartet haben. Fangen wir eine neue Kampagne an. Auf dem Schwierigkeitsgrad normal natürlich. Leicht wäre zu einfach. Ihr wollt ja auch ein paar Mal sehen, wie ich sterbe. Und schwer, da würde ich es nie durchspielen können. Also fangen wir einfach mal an mit einem neuen Spiel. Auf normal. Viel Spaß mit. Kommt da ein Intro? Mit dem Intro, wenn eins kommt. Ich hab keine Ahnung. Ich spiele es jetzt zum ersten Mal. Völlig frisch. Hab keine Ahnung vom Spiel so richtig. Hab nur ein paar Trailer davon gesehen und ein paar Multiplayer-Beta-Spiele, sonst nichts. Also ist das völlig frisch für mich. Oh ja, oh ja. Auch glaube, es kommt 100 Pro ein Intro, also viel Spaß damit. Leute. Und viel Spaß mit diesem Projekt. Okay, das ist ja mein impulsanter Start. Zielen und schießen. Zielen und schießen, gut. Mit R laden wir nach. Gut, gut, gut zu wissen. So, wo sind wir hier? Irgendwo in einem Zug, wie es aussieht. Der Zug fährt auch. Wer hätte es gedacht? Oh, wir können die Scheiben einschießen. Das gefällt mir schon mal gut. Was sind das? Terroristen? Wieso haben wir Handschellen an? Wieso haben wir Handschellen an? Okay, lüstrige. Ah. Okay. Bei mir heißt die Taste übrigens nicht STRG, sondern Control-Taste ist das bei mir. Das ist bei allen Tastaturen in der Schweiz so. Wer redet da? Wer redet da? Oh ja, ich werde als Held gehen. Wo bist du, mein Freund? Ich will auch. Oh. Eine schöne neue Waffe. Eine Schrotflinte, die gefällt mir ganz gut. Oh, nee, jetzt habe ich schon einen Schuss verballert. Was? Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Oh, Quicktime Event. Cool. Oh, und jetzt ist die Geschichte. Er hätte sich halt an die Schilder halten sollen. Lehnen Sie sich nicht an die Tür an. Tja, er hat sich nicht daran gehalten. Darum ist er gestorben. Ihr solltet. Was? Was? Hä? Oh, rausklettern? Wieso raus? Eine Bombe ist da, eine Bombe ist da. Los, Leertaste. Cool. Wow. Okay. Was jetzt? Oh, ah, nein. Wir müssen draufhämmern, auf die Leertaste draufhämmern. Gut. Um raufzuklettern. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir oben.
Wieso sind wir nicht tot? Er hat uns immerhin getroffen. Und wo jetzt lang? Oh! Da kommen ganz viele Feinde. Die schalten wir mal aus dem Gefecht. Also. Sind sie tot? Oh, ducken, ducken. Wieso auch immer. Ah, deswegen ducken. Damit uns die Einzelteile hier nicht treffen. Gut. Impulsanter Start. Ich habe keine Ahnung, um was es hier gerade geht. Wieso ich hier in diesem Zug bin. Wieso ich Handschellen habe. Aber das werden wir wahrscheinlich, hoffentlich noch herausfinden. Oh, oh, oh. Stirb. Ich sollte mich vielleicht eher auf die Gegner konzentrieren. Und nicht auf die Umgebung. So, nachladen. Ach ja, ich habe übrigens eine neue Waffe aufgehoben. Falls ihr es nicht bemerkt habt. So. Stirb doch einfach. Komm, stirb. Geh drauf, Junge. So, das haben wir auch erledigt. Kommen da noch welche? Natürlich kommen da noch welche. Wie sollte es auch anders sein? Cool, cool, cool. Ich mag es, die Scheiben einzuschießen. So. Gut, Obwohl, Moment, meine Maus ist etwas... Optionen, Empfindlichkeit, Row Input Time. Kannst du die Mausbeschleunigung und andere Einstellungen des Betriebs... Ah, das ist gut. Okay, dann Empfindlichkeit... Nee, lassen wir es so. Ist schon gut so, wie es ist. Gut. Komm, stirb. Und du auch da? War da nicht noch einer? Da war doch noch einer, ich hab dich gesehen. Komm raus. Okay. Können wir die entschärfen irgendwie? Halte den Zug an. Wie soll ich das machen? Ah! Ach so, ich muss mich hier hin bewegen, wo das Teil dahin zeigt. Ich bin gerade etwas verwirrt. Was ist gerade geschehen? Bin ich tot? Nein, ich glaube natürlich nicht, dass wir tot sind. Aber wir sind auf jeden Fall, glaube ich, ans Ziel angekommen. Hoffe ich doch mal. Wenn ich eine Herausforderung suche, sollte ich auf dem Schwierigkeitsgrad schwierig spielen und die Zielhilfe ausschalten. Nein, nein. Ich belasse es mal bei Schwierigkeitsgrad normal. Waffenmodule können überhitzen. Achte auf die Anzeichen und lass sie abkühlen, ehe du wieder schießt. Okay, welche Anzeigen zeigen das an? Wenn es dunkel ist, muss das noch lange nicht heißen, dass deine Gegner dich nicht hören können. Ach, was du nicht sagst, liebes Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Also bei mir ist es eigentlich so, dass wenn es dunkel ist, höre ich niemanden. Du kannst zwei Primärwaffen tragen. Ah, okay. Und wie kann ich die Waffen wechseln? Wäre vielleicht auch gut zu wissen, vielleicht mit dem Mausrad oder mit den oben, mit den Nummertasten hier. Gegner können nach einem Treffer wieder aufstehen. Ach, keine Ahnung. Noch eine Zwischensequenz. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier werden wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen wollen. Hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden?
Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Yeah, coole Musik. Oh yeah. Mhm. Aber Leute, das war's erstmal für heute mit Battlefield 3. Der Part ist zu Ende. Ich weiß, es war ein relativ kurzer Part, aber ihr solltet nur einen kleinen Einblick in das Spiel bekommen und ist irgendwie ein passendes Ende, finde ich, hier im Hubschrauber oder Flugzeug oder wo auch immer wir sind. Sagt mir, wie es euch bis jetzt gefällt und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann, schönen Tag noch und tschüss.